Schon früher freut sich Rodeln allergrößter Beliebtheit in Tirol. Bereits 1891 findet das erste organisierte Rodelrennen im Land statt. Ein Preisgeldrennen im Halltal. Das Halltal und der kleine Ort Absam gelten damit als Wiege des Tiroler Rodelrennsports. Hier fahren die Bergleute nach getaner Arbeit am Donnerstagabend vom Salzbergwerk auf ihren Halltaler Böcken zu Tal. Nach der Europameisterschaft 1951 in Igl ist dann der zweite internationale Höhepunkt 1963. Standen die 8 internationalen Rodelweltmeisterschaften in Imst in Tirol. 16 Nationen hatten die Besten nach Österreich geschickt, die nun ihrerseits alles riskierten, um als Sieger aus dieser Konkurrenz hervorzugehen. Ilse Geisler aus Mitteldeutschland schaffte bei den Damen den ersten Platz und wurde Weltmeisterin. Es ging manchmal hart am Rand entlang und manch einem blieb nach allzu tollkühner Fahrt nur noch der Weg zu Fuß zum Ziel übrig. Die Kamera fährt mit und macht auf diese Weise deutlich, wie einem Rennrodler zumute ist, wenn er mit etwa 80 bis 90 Stundenkilometer über die kurvenreiche Bahn braust. Die Vertretung aus der Bundesrepublik schnitt diesmal besonders gut ab. Fritz Nachmann bewältigte die Strecke am schnellsten und wurde Rodelweltmeister 1963 auf dem Einerschlitten. In Innsbruck, nicht allzu weit vom Austragungsort des Skirennens entfernt, werden die Sportstätten, die für die Olympischen Winterspiele 1964 gebaut wurden, einer ersten Probe unterzogen. Auf der 1060 Meter langen Rodelbahn trafen sich Sportler aus 12 Nationen zur Austragung des Cup von Innsbruck. Es war die offizielle Einweihung dieser Bahn, auf der in einem Jahr im Zeichen der 5 Ringe gekämpft werden wird. Ein Jahr später, die Olympischen Winterspiele von Innsbruck. Auf der Rodelbahn in Igls gewann Ortrun Enderlein aus Oberwiesenthal das Rennen im Damen-Einer. Ilse Geisler aus dem gleichen Ort kam auf Platz 2 und errang die Silbermedaille. Bronze für Helene Turner aus Österreich. Hier hatte es jemand etwas zu eilig. Der blonde Hans Plenk aus Berchtesgaden war bei den Herren-Einern sehr froh über seinen 3. Rang und die Bronzemedaille, nachdem Fritz Nachmann aus Rottach gestürzt war und seine Hoffnungen hatte begraben müssen. Immerhin kamen auch auf die vorderen Plätze 2 deutsche Teilnehmer. Die beiden Oberwiesenthaler Thomas Köhler, Gold, und Klaus Bonsack, Silbermedaille. Im Doppelsitzerbewerb holt der Tiroler Josef Feistmantel mit Manfred Stengel aus Salzburg Gold. Olympia die zweite, 1976, wieder ist Innsbruck Schauplatz. Ich ersuche Sie, den Herrn Bundespräsidenten der Republik Österreich, Dr. Rudolf Kirchschläger, zu bitten. Olympiasieger Josef Feistmantel mit viel sportlichem Schwung stieg die Olympiastiege hinauf und setzte die Feuerschale 1976 in Brand. Ich erkläre
die 12. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 für eröffnet. Die Rodelbahn von Innsbruck Eagles ist zu einem modernen Eiskanal aus Beton mutiert, in dem die Athleten aus der DDR alle Bewerbe gewinnen. Mittlerweile hat sich mit dem Naturbahnrodeln eine zweite Rodelwettkampfart herauskristallisiert. Ein Jahr nach der Kunstbahn-WM in Imst trägt Inzing 1979 die erste Weltmeisterschaft auf der Naturbahn überhaupt aus. Inzing schreibt schon 1967 Naturbahnrodelgeschichte, als mit dem Europapokalrennen im Rennrodeln auf Naturbahnen die erste Veranstaltung dieser Art weltweit in Szene geht. Kein Wunder also, dass die Inzinger die erste Naturbahn-WM austragen. Somit eröffnet der 23-jährige Zillertaler Student Werner Prantl das Rennen. Mit neuem Bahnrekord von 1 Minute 38,80 Sekunden wehrt er den Angriff der Italiener ab und wird erster Weltmeister im Naturbahnrodeln. Wie Weltmeistertitel heutzutage im Sport gefeiert werden, ist auch den Naturbahnrodlern ein Begriff. Jetzt haut nachher. Werner, bravo! Schönes Aufpreis! Bravo! Machen wir einen festen Schluck. Bravo, Werner! Falsch, was Jetzt macht nichts. 1987, Eagles seit 10 Jahren bewährter Weltcup-Austragungsort, erhält seine erste Weltmeisterschaft. Es wird die WM des späteren österreichischen Aushängeschildes, Markus Brock. Und jetzt geht es um den Weltmeistertitel für Markus Brock. Ja, das wird noch spannend. Es wird knapp werden, aber es schaut gut aus. Jetzt hat er aufgeholt. Er wird und immer unten schneller. Ist er immer gut gefahren. Ja, auch gut raus aus der Neuner. Hat gegen Jens Müller nur wenig verloren. Jetzt hat er noch 4 Kufen. Wo ist er? Da ist er. Gleich muss er im Ziel sein. Und hat er es geschafft? Ja, er ist Erster. Er ist Weltmeister. 32,990 lautet die neue Bestzeit. Riesenjubel im Lager der Österreicher. Ja, das ist super Leistung von Markus. ...1996 werden die Weltmeister auf der Naturbahn im Weltcup erprobten Oberperfus ermittelt. Die ersten österreichischen Doppelsitzer-Weltmeister in der Geschichte des Naturbahnrodelsports werden sensationell Reinhard Beer aus Oberösterreich und Herbert Kögel aus Tirol, die heute erst ihr drittes gemeinsames Rennen bestreiten. Und das ist ein Auftakt nach Maß, Gold und Silber für Österreich, die Sieger und die gestürzten Favorites. Österreichs Naturbahnrodler können jubeln. Gerhard Pilz und Irene Zechner wurden heute in Tirol Weltmeister. Mit einem Tiefflug auf der spiegelblanken Piste von Oberperfus-Tiefenthal holte der Bad Gäusener Gerhard Pilz einen 7/10 Rückstand von gestern auf und wurde heute mit 2 Laufbestzeiten und Streckenrekord zum 5. Mal Weltmeister. Eine perfekte Leistung, eine einmalige Karriere. Der 30-jährige Oberösterreicher Gerhard Pilz. Bei den Damen gab es einen dreifachen österreichischen Erfolg. Irene Zechner aus der Steiermark siegte vor den Tirolerinnen Elvira Holzknecht und Sandra Marina. Auf der spiegelblanken Piste gab es auch zahlreiche Ausritte.
1997, die nächste WM, dieses Mal wieder in Innsbruck-Igls, auf der Kunstbahn. Wieder ist Markus Brock mit dabei, er wartet mit der Mannschaft auf das Doppel im Teambewerb. Den krönenden Abschluss setzen die beiden jungen Tiroler Tobias und Markus Schiegel bei den Doppelsitzern. Mit Sieg und neuem Bahnrekord. Was niemand erwartet hat, ist damit Realität. Österreichs Eiskanalartisten gewinnen wie im Vorjahr die Goldmedaille im Mannschaftsbewerb. Silber für Deutschland, Bronze für Italien. Ja, nein, wie Stahlzelle. Ich glaube, ich habe zwei Unterhosen braucht jetzt, bin ich davon. Georg Hackl, Bayerns großes Rodeldenkmal, war heute im Eiskanal von Innsbruck-Igls nicht zu schlagen. Zweiter im ersten Lauf und Bestzeit im zweiten Lauf. Das war Hackls dritter Weltmeistertitel. Silber und Bronze gehen an die beiden Stubaitaler Markus Brock und Gerhard Gleischer. Doch Österreichs Rodelteam war bei dieser Weltmeisterschaft sensationell. Zweimal Gold. Einmal Silber und zweimal Bronze. Eine hervorragende Bilanz. Es folgen Jahre mit Weltcups auf Naturbahn und Kunstbahn in Tirol. Aurach veranstaltet gleich zweimal das Weltcup-Finale. Nach 1999 noch einmal 2004. Der mehrfache Welt- und Europameister Gerhard Bilz aus Oberösterreich ist sowas wie Mr. Naturbahn. Auf der anspruchsvollen Strecke in Aurach spielt der 38-Jährige all seine Vorzüge aus und gewinnt das letzte Rennen der Saison in ganz überlegener Manier. Ein super Erfolg gelingt auch den heimischen Doppelsitzern. Das gemischte tirolerisch-oberösterreichische Duo Bär-Kögel ist an diesem Tag nicht zu schlagen. Sie gewinnen vor den steirischen Cousins Andreas und Wolfgang Schopf und feiern damit Saisonsieg Nummer 2. Ausgelassen, versteht sich. . 2006 bekommt das Ötztaler Umhausen, auch schon Weltcup-Austragungsort, die Europameisterschaft im Naturbahnrodeln. Im Herren-Einsitzer gewinnt Gernot Schwab vor seinem steirischen Landsmann Thomas Schopf. Lokalmatador Gerald Kammerlander rodelt auf Rang 6. Bei den Damen verpasst die junge Schönbergerin Melanie Batkowski als Vierte nur knapp eine Medaille. Wir waren alle ziemlich knapp beieinander, aber die Italiener sind einfach sehr stark gefahren. Aber andererseits, bei der EM ein vierter Platz ist sicher super für mich, weil ich bin noch sehr jung und ich glaube, ich kann noch öfter zuschlagen. In Umhausen schlagen heute aber die Südtirolerinnen zu. Christa Giertl gewinnt vor Imelda Gruber und Renate Giertl. Im selben Jahr kommt Oberperfus als Veranstalter des Weltcup-Finales zum Zug. Die Tiefentalbahn in Oberperfus präsentiert sich beim Weltcup-Finale in einwandfreiem Zustand, trotz der ausgiebigen Schneefälle der vergangenen Tage, und so gibt's Höchstgeschwindigkeiten an die 90 km/h. Schnell unterwegs ist dieses Mal auch wieder der Wörgler Herbert Kögel mit seinem oberösterreichischen Vordermann Reini Bär. Die beiden werden Dritte, schaffen den Gesamtweltcup-Sieg aber nicht. Der geht an ihre Teamkollegen, die Tagessieger Schatz Mühlbacher. Melanie Batkowski bleibt Zweite hinter der Russin Ekaterina Laurentjeva und holt so zur Freude des Herrn Papa im Gesamtweltcup Rang 3. Bei den Herren landet Melanies Bruder Florian als bester Tiroler auf Rang 9. Hier schlagen wieder einmal die Südtiroler zu, italienischer Doppelsieg in Oberperfus durch Martin Psenner und den neuen Gesamtweltcup-Sieger, den erst 19-jährigen Patrick Bigneter, vor dem steirischen Europameister Gernot Schwab. 2007, die dritte Kunstbahn-Weltmeisterschaft in Innsbruck-Igls. Die Bahn erstrahlt in neuem Glanz, wurde um 8 Millionen Euro renoviert und mit neuer Infrastruktur versehen. Den Grundstein zur österreichischen Bronzemedaille im Teambewerb legt das Doppelsitzergespann Peter Penz.